die hier auf Mid Long die beste Waffe. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, in diesem Video geht's um welche Waffen in Chatterline momentan Meta sind und was ihr momentan beachten müsst. Also bleibt dran und viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, in Chatterline angekommen, gehen wir mal in Emery rein. Also vorweg, ich muss auch sagen, dass es kommt drauf an, welche Maps ihr spielt. Ich sag euch ungefähr, also ein Guide, welche Waffen optimal sind für welche Map. Alright, so starten wir mal. Für, sage ich mal, Terminal. Weiß jeder, wer in Chatterline drin ist. Terminal ist eine MP-Map und Pump auf jeden Fall, Pumper-Map. Das heißt, ich kann euch empfehlen, spielt die Tactical SAS, wenn ihr soweit schon seid, die Black Falcon oder die Tier 5 Root, weil das ist eine richtig gute Pump für Terminal. Die spielt gefühlt jeder auf Terminal und die hat eine hohe Range und Ich hoffe, dass sie in der nächsten Season ein bisschen gebalanced wird, weil sie macht sehr viel Damage und kann sehr schnell schießen. Deswegen auf jeden Fall die Terminal Map und die Deathlab Map nicht zu vergessen. Also einmal Deathlab und Terminal Map. Das sind sehr, sehr kleine, ihr müsst euch vorstellen, das sind sehr kleine Maps. Und da wird halt hauptsächlich von 90% der Spielern das ausgenutzt, abused und die Pumps werden sehr häufig verwendet. Genau, als nächster Stelle sage ich mal, dass die meisten Leute da auf der Map entweder die Tier 3 MP spielen, also die Fire Spray, oder auch die Centurion ist sehr häufig, sehe ich sehr häufig bei Spielern, und die P90, also die Tornado. Das sind so die gang und gäbe Waffen, die man sehr häufig sieht mit Spielern, die ja das sehr häufig nutzen. Deswegen für Terminal, merkt euch das eins: Terminal und Deathlab, kleine Maps. Da wird sehr häufig Pump verwendet und MP. So. Gehen wir jetzt rüber zu Nisida. Nisida, jeder kennt sie wahrscheinlich wegen Halloween. Da muss man diese Kürbisse, ihr wisst was ich meine, da sind das Colosseo. Ich werde es einfach einblenden. Und auf jeden Fall, was ich da empfehlen kann, was Meta ist, die Pilum Ivory, also die AUG einmal. Da kann man auch, wenn man im Nahkampf spielt oder eher offensiv und eher Close Range, nicht Long Range. Long Range macht die nicht sehr viel Damage, deswegen Close Range. Die Fire Spray auch sehr OP. Und die hier auf Mid Long, die beste Waffe im Spiel. Neben der Tier 5 AR, die Legatus. Und ich verwende gefühlt jeder Map die AUG, weil die ziemlich OP ist, sei es Long, Mid, und die hat 41 Schuss, das heißt, die geht nicht sofort leer. Ja, dann gibt es noch die Old Town Map. Die Old Town Map sind einmal mit Leuchtturm und einmal mit Clock Tower, Uhrenturm. Da ist ein Tower, der wird häufig von mir besetzt. Da spiele ich meistens die AUG. Wie gesagt, hier heißt sie Pilum. Und entweder Sniper kann man spielen, auf der Old Home Map kann ich sagen, man kann wirklich jede Waffe benutzen auf der Map, sei es AR, normale AR, MP, Pump, Sniper, da ist alles querbeet, kann man alles spielen. Das ist eine Variationsmap, ihr könnt hier schauen, welche Waffe euch am meisten taugt. Deswegen, da sage ich nicht, okay, spielt diese und diese Waffe, weil das wird euch nichts bringen.
Aber was ich euch empfehlen kann, ist halt, spielt Mid oder Long Range. Das heißt, spielt am besten die Pacifier, spielt die T3 Waffe, die Pilum, die AUG, spielt die Legatus. Ansonsten, was ich empfehlen kann, spielt die Centurion. Oder wenn du sagst, okay, ich bin eher der Sniper-Typ, dann spiel entweder die Extreme Biplane. Oder wenn du so weit bist, dass du die Tier 4, T5. Oder was ich momentan sehr, sehr häufig benutze auf der Old Town Map, auf dem Clock Tower, ist die Impala. Allein schon wegen dem Skin, der sieht unnormal geil aus und der ist im Season Pass, wenn man hier oben ist, der ist kostenlos. Das heißt, wenn du hier weit gegrindet hast, dann bekommst du den einfach kostenlos, den Skin. Das ist heftig. Okay. Und ja. So viel dazu, welche. Also meiner Meinung nach ist die Pilum einer der stärksten Waffen, die man gefühlt auf jeder Map spielen kann. Sei es Terminal, sei es Nisida, sei es Old Town, sei es Deathlab, weil mit der Waffe machst du eigentlich nichts falsch. Es sei denn, du hast halt schlechtes Aim, dann kann ich dir eher raten, wenn du bei Tier 3 bist, spiel die Fire Spray. Weil da sprayst du einfach, du triffst einfach irgendwas. Aber wenn du die hier ein gutes Aim hast, Body, wenn du auf dem Body bist, 2-3 Treffer, die sind direkt tot, die Gegner. Ist richtig gut, richtig gute Waffe. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, lasst ein Abo da, sehr wichtig. Abo da lassen für weitere Videos, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Aktiviert die Glocke und lasst ein Like da. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.